So, und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben, nachdem ich Cortesine ja ziemlich auf den Arm genommen hat. Ich bin diesmal nicht alleine. Ich bin hier mit dem Dominik. Das bin ich. Bin der Vollidiot. Und, der sich über die Leiden anderer ergötzt. Ja. Von dem Typen, der Schreib's an. Ja, wie gesagt, ne, Cortesine hat mich auf den Arm genommen. Ich hab gesagt, ja, Leute, ey, das sehe ich doch. Da muss ich doch hinspringen. Und dann. Ja. War jetzt nicht so die beste Idee von mir. Schön, dass du es uns nochmal vorgeführt hast. Ja, natürlich. Letzte Folge ist für mich einen Monat her. Ich muss doch nochmal den gleichen Fehler machen. Ich muss doch wissen, warum ich vor einem Monat aufgehört habe, Tomb Raider zu spielen. Die letzte Folge ist noch nicht einen Monat her. Für mich ist das ist sie einen Monat her. Ah, aber du musst dir doch trotzdem nicht zeigen, der gleiche Fehler. Für mich schon. Ja. Du doch einfach die letzte Folge nochmal angucken. Was ja. Hast du gesehen? Okay, waren wir hier? Ich weiß es ehrlich Gute gesagt. Gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, und ich war bei der letzten Aufnahmesession nicht dabei. Ja, das weiß ich schon. Deswegen weiß ich nicht, wo du warst und wo du nicht warst. Das sieht sicher aus. Meinst du? Ja, das ist sicher. Ich meine, gut, das Feuer könnte dir wehtun, aber. Ja, durchaus. Aber, okay, wo geht es jetzt hin? Da hinten ist ein Speicherkristall. Stimmt, den haben wir erschossen. Die beiden haben wir erschossen. Den dritten haben wir auch erschossen, okay. Ich sehe nur Leichen auf dem Weg, also. Das glaube ich ein Zeichen, dass du schon da warst. Ich glaube, von hier kam er sogar. Nee. Ah! Oh! Hallöchen! Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass du richtig bist. Ob das jetzt gut ist, ist so eine Frage. Wir haben hier nur die Kristalle. Er hat sich die ganze Zeit in der Ecke versteckt. Ist das dein Ernst? Er wusste, dass du kommst. Woher wusste er das? Schieß die Wand an. Ja. Ich glaube, da hat so eine leichte Existenzkrise. Glaub ich auch. Ich will natürlich nicht, dass er mich trifft, weil sonst bin ich hinüber. Aber ich würde das schon gerne betätigen. Ah, ja, sieh doch mal einer an. Jetzt haben wir auch unsere Frage beantwortet, ob du da schon mal lang gegangen bist. Nein. Hey. Ja, komm. Noch mehr Freunde. Komm! Spiel Fang! Hab dich! Ja. Du bist ja dran. So. Ja, bitte. Das will ich sehen, wie er mich jetzt fängt. Deine Freunde! Ja, Lara hat's nicht so mit der Gastfreundschaft. Ich glaube, die haben es nicht so mit der Gastfreundschaft. Du bist ja nicht die Gastgeberin. Sie macht sich zur Gastgeberin. Dali. So, warte mal. Hier hin.
Genau, hier war das. So, dann speichern wir hier einfach mal. Und gucken doch mal, was wir hier so vor uns finden. Finden. Ja, das. Bevor wir da hochgehen, möchte ich noch mal gucken, ob ich irgendwen erschießen kann. Man muss ja auf Nummer sicher gehen, ne? Aber eine schöne Musik. Okay, gehen wir hier hoch. Sieht nicht so aus. Nee, es sieht erstmal friedlich aus. Okay, anscheinend können wir da nicht hoch. Tür zu. Ja. Klar. Ich wollte doch nicht Chlor sagen, ich wollte klar sagen. Schlimme Phasmophobie. So, einen Moment. Ja. Nein. Nee. So zusammengezuckt. Hey. Das Gute ist, jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Ja, das, Das Schiff kann ich mir so einfach. Und wenn, dann sind wir selbst schuld. So. Habt ihr keinen Häuptling? Ja, ist wahrscheinlich schon umgebracht. So mitten auf dem Weg. Ja, dein Glück und wie du mit denen umgehst. Wie die mit mir umgehen, hallo? Die gehen mit mir blöd um, nicht andersrum. Ja. Ich bin hier sehr zivilisiert mit meiner Waffen. Darüber kann man streiten. Von mit meiner Waffen, genau, Patrick, genau. So, einmal nichts riskieren. Hallöchen. Hast du das genommen? Hm? Fackeln. Meine ich. Fackeln. Darauf gut, fackel dass nur meins das Fackeln sind. Ne, es sind Fackeln. Ich meine, ne, in Tomb Raider 3 weiß man das halt nicht, was man so aufnimmt. Weil, wird ja nie angezeigt. Aber hier waren es Fackeln, ja. Hä? Ich hasse es. Ich bin wieder mal aufhören, Gegner um die Ecke kommen zu lassen. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Cool. So, das war unnötig. Ah, ich weiß, wo wir hin müssen. Und das gefällt mir nicht. So, das bedeutet nämlich, dass wir nicht dahin müssen. Den gleichen Weg nochmal zurück. Den gleichen Weg. Ich bin verwirrt. Mein Brain. So, weil ich glaube, wir müssen nämlich hier in eine Seitengasse rein. Nämlich die erste hier. Entweder das oder wir müssen hier sogar hoch. Boah. The Brain hier. So, nach einer Zeit hat man auch zum Burger 3 raus. Wo ist ein Eingang? Ich sehe hier einen. Zum links. Ziehen. Hallo! Oh. Also lange habe ich nicht gesehen, aber ne? In Tomb Raider 4 kann man da ziehen. Das geht auch erst in dem Spiel. Ich weiß. Mach's mir doch nicht kaputt, Mann. Ich will nur sagen, dass du die Spiele verwechselst. Ich weiß. Lass mich voll blöd dastehen. Oh, nee, ist. Finde ich heiß. Heiß. Ja.
ja doch irgendwie recht mit der Falle. Von wo? Ich hab da hingeguckt, da war keiner. Insane in the brain. Ja, ich fühle mich trotzdem auf den Arm genommen. Das Feuer, ne? Das Feuer ist schuld. Das Feuer ist schuld. Ich glaube, das musst du jetzt irgendwie ausmachen. Glaub also, ich auch. Sind wir so ein bisschen zu früh lang gelaufen. Ich will es trotzdem probieren. Auch wenn ich weiß, dass es nicht funktionieren wird. Es erschreckt mich mehr als ein Horrorspiel. Mann, es hat sogar funktioniert. Bloß nicht. Nein! Lara! Ich weiß nicht, wie ich das... Nein, wie habe ich das gemacht? Oh, das war... Das war so dumm. Ah, Mann. Das ist halt sowas, was... Ich hätte nicht sofort den Hebel benutzen sollen. Dann speichern. Ja. Ich war so überrascht. Ich krieg's jetzt halt nicht mehr hin. Ich auch wenn's nicht geplant war von Core Design. Ist mir egal. Ich hasse euch. Mann. Das muss doch so funktionieren. Du musst das irgendwie ausmachen. Nein! Das funktioniert so. Ich lauf mal nochmal rein. Ja, das ist besser. Feuer mit Feuer bekämpfen, okay? Ja. Hm. Nein, doch nicht. Komm, das geht doch. Um mich nicht in Fahrt zu stecken, roll ich durchs Feuer. Ich wollte nur gucken, was da ist, okay? Und ob der da überhaupt herkommen kann. Nein, kann er nicht. Ach, Power, bitte. Ich muss hier nicht einmal hin. Natürlich nicht. Ja, war mal da oben, wo du gerade. Das ist nicht dein Ernst. Möchtest du jetzt nochmal ganz zum Anfang zurücklaufen? Ja, möchte ich. Ich glaube, irgendwo da oben muss da halt irgendwas unter das Feuer aus. Kannst jetzt mal aufhören runterzufallen? Nein! Mach's ja nicht extra. Das zweifle ich, Freunde. So, vielleicht ja, wenn wir hier hochgehen. Durch die Stacheln. So. Vielleicht ist ja das der Weg, den wir nehmen sollten. Natürlich, dann machst du das Feuer aus. Oh Mann! Ich hab doch gesagt, wir müssen irgendeinen Weg finden, um das Feuer auszumachen. Das Feuer ist schuld. Nein! Nein! Jetzt sind wir wieder unten! Oh nö! Oh Mann! Oder du machst dort das Baumhaus auf und im Baumhaus machst du Feuer auf. Aua! Ich hab die Stacheln von unten getroffen! Mann, du hast das Schaden bekommen? Ja! Ich weiß nicht warum! Hast du deine Finger gebrochen? Das ist die einzige Lösung, die ich akzeptiere.
Hier ist doch jemand. Ich sehe das doch. Gleich. Ich sag's dir. Gleich wird das betätigt. Wieder so ein Samurai. Schamane. So, Feuer aus. Alter. Du kannst sie nicht! Ist gut, dass du dich erschrocken hast, aber ich nicht. Weil ich damit gerechnet habe und sie nicht. Ja, weil es halt keinen Sinn ergibt! Ja, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das. Ah. Das. Nee. Sinn ist sehr abs. In dem Spiel. Ja, ein bisschen noch aus dem Dachern kommen. So. Die Falle haben wir ja schon ausgelöst. Ja. Ich sag's dir, wäre da noch einer gekommen, ne? Ich hätte im Strahl gekotzt. Diese. So, jetzt. Pass auf, jetzt glaube ich, komm da. Okay, da ist. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Dass der rein theoretisch da wirklich herkommen könnte. Vor allem, wie schnell der auch ist. Was ist denn los bei dem? Man merkt schon. Nee, ich glaub, dass ich. Weil schon, du kannst es da raus. Wir müssen alle was. Genau. Und das ist gespeichert.